Name ist Christian. Und zwar, heute geht es also um das Thema, wie kann ich Filme, Audiodateien und so weiter richtig konvertieren, sodass ich das im Nachhinein auch zum Beispiel am DVD-Player anschauen kann oder auf meinem iPhone anschauen kann. Es gibt viele, viele verschiedene Programme dafür und nicht alle Programme sind einfach zu bedienen. Für mich persönlich ist es wichtig, dass ich ein Programm einfach bedienen kann. Deswegen möchte ich euch heute ein Programm vorstellen, und zwar iSoft DVD Converter Suite. Ist sehr einfach zu bedienen. Ihr startet das Programm und dann seht ihr schon ein Auswahlfenster. Es gibt zum Beispiel im iSoft DVD Converter Suite den iSoft DVD Ripper, den Total Video Converter und den iSoft iPod zu Computer Transfer. Wir werden uns jetzt einfach mal ein bisschen genauer das Programm anschauen. Zum Beispiel gehen wir mal auf iSoft DVD Ripper. Ihr öffnet das einfach, dieses Programm. Hier fragt er mich nach einer Registrierung, weil ich hier mit der Demo-Version, weil ich euch hier die Demo-Version zeige. Das machen wir jetzt nicht, das Registrieren. Aber wie funktioniert im Prinzip das Konvertieren von oder das Rippen von einer DVD zum Beispiel? Geht einfach hier auf DVD laden. Dann braucht ihr nur das Laufwerk auswählen, machen wir jetzt zwar nicht. Dann sagt ihr, okay, welches Format möchte ich, zum Beispiel das iPhone 4 Format. Und ihr gebt hier noch den Pfad ein, wo das gespeichert werden soll. Dann drückt einfach auf Konvertieren. Das ist das Ganze schon und das geht relativ schnell und zügig. Die nächste Funktion ist im iSoft Total Video Converter. Schauen wir uns auch jetzt ganz kurz an. Da machen wir jetzt auch ein kleines Beispiel. Wenn ihr eine bestehende Videodatei, was ihr gespeichert habt auf eurem Computer, konvertieren möchtet, funktioniert das so wie beim Rippen. Also ihr geht wieder hier auf Add Video und wählt diese ein Video aus. Das machen wir jetzt mal. Hier habe ich ein Beispielvideo. Und ihr könnt im Prinzip dann genauso hier die verschiedenen Formate auswählen. Es gibt viele, viele, viele Formate. Zum Beispiel gibt es allgemeine Audioformate für Audiodateien, dann gibt es HD-Videoformate und so weiter. iPhone-Format für die PlayStation, für die Nintendo Wii, BlackBerry. Also sehr, sehr viel. Wir werden uns jetzt einmal das YouTube-Videoformat anschauen. Also wir werden diese Datei in ein YouTube-Format konvertieren. Das haben wir jetzt ausgewählt. Dann gibt man noch ein, wo wird diese Datei gespeichert. Das werden wir jetzt auch noch schnell einstellen. Und zwar mache ich das jetzt dort, wo ich die Ausgangsdatei auch habe. Und zwar ist das hier im Video-Ordner. Hier seht ihr, hier ist nur die Ausgangsdatei mal drinnen. Und nach der Konvertierung sollte hier ein zweites File sein. So. Jetzt habe ich alles ausgewählt, so wie ich es brauche. Dann gehe ich auf Konvertieren. Mal. Dann geht schon los. Dauert eine wenige Sekunden. So, die Konvertierung ist abgeschlossen. Und dann schauen wir nochmal den Ordner an. Hier seht man, jetzt gibt es eine zweite Videodatei. Das ist in diesem Fall das VLV-Format. Und kann man sich dann das schon anschauen. Also eine tolle Geschichte und sehr einfach. Eine weitere Funktion ist eben diese Funktion iSoft iPod to Computer Transfer. Wie funktioniert das? Ganz einfach, ihr startet das kleine Tool, ihr schließt euer iPhone oder iPod an. Das ist schon angeschlossen in meinem Fall und das wird jetzt verbunden. So, und hier sieht man auch schon mein iPhone. Und man kann dann die Musik konvertieren oder Filme, Klingeltöne, was man hat und so weiter. Wie funktioniert das? Im Prinzip kann man hier einen einzelnen File auswählen oder mehrere oder alle gleich und dann auf Transfer und dann wird die Musik dorthin transferiert, wo ihr eben wollt, was ihr hier vorher eingestellt habt. Das machen wir zwar jetzt nicht im Beispiel, aber es funktioniert genauso einfach wie das Konvertieren oder das Rippen. Das war es eigentlich schon zu iSoft DVD Converter Suite. Ich würde vorschlagen, schaut einfach mal die Demo-Version an.
Die könnt ihr euch runterladen. Und zwar geht ihr hier auf die Internetseite softwaregigant.com. Dann gebt ihr mal DVD-Konverter zum Beispiel als Suchbegriff ein. Schauen wir mal, was er findet. Da findet er jetzt verschiedene Produkte, alle was irgendwie mit Mediadateien zu tun haben. Also die zweite Seite, also da gibt es viele. Ja, hier haben wir dann die ISOF-DVD-Converter-Suite, das ist ein bisschen Produkt, was wir uns jetzt angeschaut haben. Also ihr könnt dann hier einfach draufklicken und dann bekommt ihr auch noch Informationen zum Produkt selbst, wie das funktioniert und so weiter. Also ganz eine coole Geschichte. Ihr könnt auch noch Kommentare und Fragen stellen. Und wie gesagt, ihr könnt euch hier die Demo-Version mit einem Klick einfach ganz leicht runterladen. Wie gesagt, das gibt es, diese Suchmaschine ist im softwaregigant.com. Und das Tolle an dieser Suchmaschine ist auch noch, man kann auch noch vergleichen. Zum Beispiel kann ich hier vergleichen zwischen dieser Software und dieser Software machen. Klickt man einfach hier dann auf Vergleichen. Dann bekommt man auch schon eine Übersicht von diesen Softwareprodukten, was man zuerst angeklickt hat. So, und das Ganze geht eben über softwaregigant.com. Von Softwaregigant gibt es auch noch ein Offline-Tool, das ist auch sehr interessant. Das könnt ihr euch dann unter softwaresearchtool.com runterladen. Ist sehr praktisch eigentlich, ich nutze das sehr oft. Klickt einfach auf Free Download. Da könnt ihr euch das speichern und installieren. Das ist dann dieses kleine Tool hier. Und dann gebt einfach wieder das Converter Suite ein zum Beispiel. Dann sucht er wieder und ihr kommt auch wieder auf dieses Vergleichsportal, was wir auch vorher schon gesehen haben. Also wirklich eine tolle Geschichte. Und von dieses kleine Tool, also dieses Software Search Tool, gibt es auch als mobile Version. Könnt ihr euch zum Beispiel im Android Market Store runterladen, ebenfalls kostenlos. Also wirklich eine ganz interessante und tolle Geschichte. Falls ihr noch Fragen habt, diese Fragen könnt ihr jetzt stellen unter der oben eingeblendeten Fanpage. Ich hoffe, ich habe euch da ein paar Infos geben können zum Produkt selbst. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video.